Macht mal Lärm für euren Host, Daniel Luis. Yes, da habe ich mich selber angekündigt. Ich liebe sowas. Habt ihr mich schon an der Stimme erkannt? Ihr seid ja jetzt schon gut drauf. Bombe. Willkommen zu LOL Comedy, wie es hier drauf steht. Ich bin Daniel Luis, ich werde euch durch die Show lotsen. Sehr gut. Kommen wir doch zu dir. Du hast das coolste Pullover heute an, Pulp Fiction. Wer kennt Pulp Fiction? Wer hat Pulp Fiction? Guck mal, Applaus. Wem hat's gefallen? Mal Applaus. Mehr als geguckt haben, sehr gut. Wie heißt du, mein Freund? Patrick. Patrick, wie kommst du zu diesem Pullover? War H&M im Angebot oder wie? Nee, sogar noch besser. Noch besser? Wow, er holt aus. Wow. Ich liebe die Mann mit Wikipedia-Eintrag antworten. Oben Outfit das Angebot? Sehr gut. Mir gefällt es, wie viel hast du bezahlt? Mein Geschenk? Obers Outfit da Angebot. Das ist ja krass. Hat jemand, der dir das geschenkt hat, gesagt, das war im Angebot? Also, ich schenk dir was, aber das war im Angebot. An dir mache ich keinen Gewinn, mein Freund. Das muss dir keiner sagen. Ich habe auch noch Freunde gekauft im Angebot. Du hast noch Freunde, die im Angebot kaufen? Willkommen im Club. Ich kaufe nur im Angebot oder Secondhand. Sehr geil. Guck mal, dein Freund lacht dich einfach aus. Du bist als nächster dran, mein Freund. Hast du ihm das geschenkt? Einfach so Freundestag. Wir sind seit einem Jahr Freunde. Sehr gut. Sehr gut. Wie heißt du nochmal? Patrick, sehr schöner Name. Wie heißt du? Marcel. Patrick, sehr schöner Name. Woher kennt ihr beide euch? Tinder. Wir waren einer schreit von Tinder, oder? Das ist geil. Guck mal, mein Publikum. Ich liebe das Niveau jetzt schon. Alter. Ich kenne schon Tinder. Alter. Sehr gut. Dein alter Nachbar, hast du gesagt? Ja, meine Nachbarn, Eltern kennen sich. Wir haben früher Pokémon gespielt zusammen. Entscheidet euch, Alter. Er sagt lange Nachbarn, er sagt Eltern, er sagt Pokémon, kennen sie sich. Wie, ihr habt Pokémon zusammen gespielt? Wie alt seid ihr? Das verbindet? Wer hat hier schon mal Pokémon gespielt? Mal Applaus. Jetzt habt ihr mich ein bisschen überrascht. Das ist ja, ich habe noch nie Pokémon gespielt. Krass. Und ihr habt Pokémon gespielt? Habt ihr noch irgendwas zusammen gespielt? Ja, kennst du dieses... Ich liebe deine Lache, Alter. Richtiger Trennungsgrund. Ja. Ich mach Spaß, Alter, auf gar keinen Fall eine Beziehung. Erzähl. Nein, nein, ist voll süß. Voll süß. Schieß los. Ich hab keine Ahnung, was du da gesagt hast. Beide ADS, Mann. Also. Kennst du nicht, diese kleinen Kinder, wenn die spielen, dieses Pipi-Popo-Arzt? Kennst du nicht dieses kleine Kinder, wo die Pipi-Popo-Arzt spielen? Bist du Priester oder was ist hier los, Jan, Alter? Was? Wer kennt Pipi-Popo-Arzt? Mal Applaus. Wie eine Mutter, die da hinten steht. Sehr geil. Was heißt der Pipi-Popo-Arzt? Habt ihr euch angefasst oder was ist das? Das macht ihr noch jetzt. Sehr, sehr gut. Ich liebe es, dass du mitspielst. Kennt ihr? Gehört ihr dazu? Leider schon? Habt ihr auch mit dem Pipi-Popo-Arzt gespielt? Wir haben noch zugeguckt bei Pipi-Popo-Arzt. Ich wüsste, was dieses Pipi-Popo-Arzt ist. Worum geht's bei diesem Spiel? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gespielt. Hast du mir doch erklärt? Okay. Okay. Ihr seid eine Truppe? Wie heißt du? Seid ihr ein Pärchen? Ja. Ihr seid noch so glücklich, so. Ist noch frisch mit Liebe und so? Nicht mehr? Mit Liebe, aber nicht frisch. Mit Liebe, aber nicht mehr mit Sex. Genau. Das ist klar, aber wir haben andere Freuden im Leben. Wir gehen zur Comedy. Wie heißt du? Ilan. Ilan, sehr schöner. Wie heißt du? Janine. Janine, sehr schöner. Wie lange seid ihr zusammen? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Wow. Das ist Berliner Rekord, würde ich sagen. Also, ihr schon, seid ihr aus Berlin? Ja. Wer hat wen damals angeswiped? Nicht tatsächlich zwei. Ohne Kinder. Tatsächlich ohne? In der U-Bahn? Ja. Richtig. Die Frauen alle, oh, mein erster Gedanke war creepy. Welche Frau will in der U-Bahn angequatscht werden? Das sind schon immer so komische Leute. Oh, nein, Baby. Fährst du auch in die gleiche Richtung wie ich? Ja. Ihr wart in einer Schule? Es wird immer creepiger. Mann. Also, das heißt, wie? Und dann, aber trotzdem in der U-Bahn? Vom Schulweg in der U-Bahn. Auf den Schulweg haben wir uns besser kennengelernt. Habt ihr euch besser kennengelernt? War ein ganz schön langer Schulweg. Also 45 Minuten! Wirklich, du hast die Therapie 45 Minuten! Umsonst, er hat Therapie in der U-Bahn. Sie ist immer noch hier. Ja. Ey, Applaus für ihn, Alter. Also, hat auf jeden Fall den Selbstbewusstsein, Mann. Sie ist immer noch hier. Und immer noch! Weil ich bin bekannt in meiner Show, Pärchen zusammenzubringen, aber auch Pärchen auseinanderzubringen. So, deshalb passt gut auf. Wo sind denn die Single-Ladies? Machen wir es ganz einfach. 1, 2, 3. Noch Pärchen oder was? Okay, gucken wir mal, welcher Bachelor zur Verfügung steht. Alle Single-Männer machen mal. Au, au, au. 1, 2, 3. Marcel? Sie macht das Mobbing. Marcel! Du musst au machen! Marcel, unser Edelsting, man, steh doch mal auf, dreh dich mal um, zeig mal, damit wir sehen, ob wir Single sind. Komm, ey, sieht gut aus! Er sieht gut aus!
bin 9,5 Punkte. Wow. Mein Gott, schön angetun. Jetzt frage ich nochmal. Ladies, Single Ladies, wo sind unsere Single Ladies? Mach mal. 1, 2, 3. Ja. Die beiden, die hast sind. Hast du hast einen Typen überredet, Alter. Nee, die beiden sind schüchtern. Die beiden sind schüchtern? Ja. Stehst du auf Schüchterne? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab keine Ahnung von Frauen, also. Ich stehe auf Hauptsache Puls, also das ist sehr gut. Wir kommen noch zu euch, sehr gut, ich merke, wir sitzen, wir machen das schon so. Hier in Berlin sowieso polyamorös, alles geht. Ich habe direkt Diskussion ausgelöst, hier. Wie wäre es das? Sag mir, Ilhan, was machst du beruflich? Ich studiere. Was studierst du? Jura. Jura, oh. Ich mache hier noch ein bisschen Spaß, okay? Also das ist alles ein Spaß. Lass mich an, du studierst auch Jura? Nein. Was studierst du? Psychologie. Mann, ich muss das spielen, ich mache es jedes Mal. Sag mir drei Sachen, die dir direkt bei mir aufgefallen sind. Drei Stichpunkte, komm. Ich weiß es eh schon, die Antwort. Sag dir, große Penis, ja. Stimmt. Nein, sag mal, irgendein psychologischer. Welches Semester bist du? Master, das heißt, du kannst schon richtig gut. Du hast mich schon gelesen, wo ich guten Tag gesagt habe, sie sagt, ah, oh, er nimmt Tabletten. Ich habe schon gedacht, also was denkst du? Weißt du, es kommt richtig Punkt schnell. Cool, wunderhübsch, lustig. Das ist psychologisch? Ja. Oh mein Gott! Was, gehen wir danach was essen oder so trinken? Wie geil ist das denn? Mann, ey, so schön, das hat noch niemand gesagt. Aber ich weiß, sie hat umgekehrte Psychologie gemacht. So, und sie hat, der braucht ein bisschen Selbstbewusstsein aufgebaut. Sehr gut, Applaus für das komische Bärchen, Mann. Also, sehr gut. Was macht ihr in Berlin? Ich studiere VWL. Hast du da ja nur Studenten, Mann? Das, ihr sitzt ja auch in der Uni ganz weit vorne. Seid ihr diese Streber? Diese, ja, ich mach gar nichts. Nur, ich habe noch nie so einen stolzen, ich mach gar nichts Typ gesehen. Die sagen, der eine studiert Jura, der eine studiert, ich hab's schon wieder vergessen. Und er so, ich mach gar nichts. Ich, mit Absicht. Meine Eltern sind reich und meine Freunde geben mir immer so Angebot Pullover. Er geht so durchs Leben, alles im Angebot. Pfennigfuchser. Sehr gut. Was studierst du nochmal? VWL, ah, mein Beileid, okay, alles klar. Ist schon richtig. Ich habe BWL studiert, keine Sorge. Also BWL, wir waren noch die Coolen unter den VWLern. BWLer waren die Coolen, aber außerhalb von der Uni waren wir alle uncool. Sehr gut. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du gar nichts machst? Er spielt immer noch Pokémon. Also, ich bin Level 12. Ja. Nee, ja, Sport, alles mögliche. Was für einen Sport machst du? Fitness. Wo trainierst du? Welche Studie? Superfit. Ich gucke die Single mit. Bist du Single? Nein, wo ist deine Freundin? Hier ist Mailand. In was? Eiland? Mailand. Ah, Mailand. Das wäre krass. Eiland wäre komisch gewesen, die Antwort. Ilan, Eiland? Eiland? Er macht Wortspiegel. Du bist der komischste Junge. Siehst du in Mailand alleine shoppen? Ja. Vertraust du ihm? Wie lange seid ihr zusammen? Jahre, sehr gut. Kann das jemand toppen? Wer ist länger als 5,5 Jahre zusammen? Applaus. Ihr beide oder ihr beide? Ihr beide? Geil, Mann, geiles Pärchen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt verheiratet 9,5 Jahre, oder? 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 Mit Fragezeichen. Nach so langer Zeit ist mit Fragezeichen. Er riskiert direkt die Ehe, was habe ich gemacht? 9,5 Jahre, oder? Oder 12? Wie lange? Also du kannst nur. Telefonjoker? Willst du jemanden anrufen? Ich glaube nein. Wo habt ihr dich kennengelernt? U-Bahn. Ich liebe deine Freundin. Die einzige Single-Lady, die lustige daneben. Immer besorgt. Ah, ich habe keine Freundin. Ich habe meine Freundin. Studentenwohnheim. Studentenwohnheim? Sehr gut. Was habt ihr studiert? Psychologie. Oh Gott, Alter. Ich werde heute nicht schlafen können. Also. Ich habe Medizintechnik. Und was macht ihr jetzt? Was arbeitet ihr jetzt? Sie meinen, was die Zukunft vom Psychologen? Arbeitslos. Ich bin in der Psychiatrie. In der Psychiatrie, okay. Oh, interessant, da ist immer schwer. Ich hab mal hier. Nein, ist schwer. Ich war letztes Mal einer hier. Ich sag, hast du eine lustige Geschichte? Also, ja, ich habe eine lustige Geschichte. Da war ein Typ, der ist immer gekommen, der war voll auf Drogen, verrückt und der hat immer den Kopf gegen die Wand geschlagen. Ich sag, du wolltest so eine lustige Geschichte haben? Ah, ja, stimmt, ja. Ah, nee, es gibt keine lustige Geschichte. Also, das ist ja krass. Und was machst du? Ich bin bei Medizintechnik unterwegs. Was macht ihr für Medizintechnik? Ach, für chronische Rückenschmerzen. Ich hab Rückschluss, komm, versuch. Massage. Er ist einfach nur Masseur, also. Das ist sein Job, Alter. Mal Applaus für die Coach-Truppe hier, Mann. Wow. Sehr gut. Dami Verluste ist hier, sind alle wiedergekommen? Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut.
sehr gut, sehr gut. Ich guck mal, ich habe so viel noch gesehen mit den Schreinbeuteln. Wo habt ihr euch alle versteckt? Wo seid ihr denn? Hey, er meldet sich schon hin, also rede mit mir. Auf gar keinen Fall. Zwei mit ADS, nein, das klappt nie, glaub mir. Ich brauche jemanden, den ich einschüchtern kann, so wie diese drei Jungs, die drei Leute hier auf der Couch. Nein, sehr gut. Was seid ihr, wie habt ihr euch da reingekriegt? Du siehst so ungemütlich aus, was hast du noch nie gesehen, Mann? Ey, ich schwöre, der Typ ist 2,5 Meter, er sitzt so da. Als ob er eine Zwangsjacke hat. Er hat nicht mal geschafft, seine Jacke auszuziehen, ihm ist warm. Ihm ist warm, also ich krieg die nicht raus. Erst müssen zwei aufstehen. Sehr gut, wie heißt du, mein Freund? Leon. Wie groß bist du, Leon? Wir hatten vorher die Diskussion. Ihr hattet die Diskussion, wie groß? Ich sag 1,90. Ja. Er sagt, ich bin unter 1,90. Kann ich ihn kurz nachmachen? Ich liebe es, ich kann eigentlich Leute nicht gut nachmachen. Also, ich bin 1,90, ich werde 1,90, aber er sagt, ich bin unter 1,90. Wie geil bist du denn, Mann? Du bist ja wie ich, aber siehst aus wie ein Deutscher, Mann. Das hab ich noch nie gesehen. Er zeigt auch so, Mann, also, wie geil bist du denn? Leon, wen hast du mitgebracht? Hallo. Wie heißt du? Heiner. Heiner? Ja. Tut mir leid, Mann, Alter. Heiner ist auch so geil, Mann, ich hab noch nie gesehen, er hat seinen Teppich von zu Hause mitgenommen, so am Hals gemacht. Wie geil bist du denn? Warum zieht ihr die Jacke nicht? Ist euch kalt? Habt ihr Schüttelfrost, Alter? Habt ihr Corona oder so? Das ist voll geballert. Ist doch aus. Ja, jetzt. Trick. Sehr gut. Wen habt ihr noch mitgebracht? Heiner und Tanja. Du? Tanja? Mhm. Tanja, sind dir die peinlich, die zwei Jungs? Nur der. Nö, nur er. Also nur der Leon. Also, seid ihr ein Pärchen oder? Weil ihr sitzt so nah oder konntet ihr gar nicht anders als so nah sitzen? Sehr gut, er hat sie angefasst. Okay, das sonst wäre creepy. Also, die gehört mir. Also, Leon gehört keinen, aber sie gehört mir. Sehr gut, woher kennt ihr drei euch? Von der Jackenmesse. Schwierig? Aus Augsburg. Also. Aus dem Bus. Aus Augsburg eigentlich? Sehr, aber uneigentlich? Nein, alle. Wir kennen uns alle aus Augsburg. Ihr kennt euch alle aus Augsburg? Ja, über Freunde. Über Freunde? Ja. Von hier kam so... Ich bin auch aus Augsburg. Ich kann diese Geschichte bestätigen, als ob wir so vor Gericht sind. So, ja, ich hab's gesehen, Herr Richter. Also, ich kenne die aus Augsburg. Was macht ihr in Berlin? Seid ihr nur zu Urlaub hier oder wohnt einer von euch hier? Ja. Wir wohnen hier. Ihr wohnt hier und du bist zu Besuch? Ja. Wo pennst du bei denen? Zu Hause? Ja, auf der Couch. Auf der Couch. Er muss das sicherstellen. Auf der Couch, Mann. Das ist nicht diese Art von WG, was wir hier haben. In Berlin, man weiß wirklich nicht, Mann. Das ist crazy. Sehr gut. Was macht ihr in Augsburg? Was machst du in Augsburg? Ich bin Erzieher. Erzieher? Ich liebe es, Mann. Wie krasser Erzieher bist du denn? Du bist nicht 1,30. Du bist 1,30. Geh zu den anderen, die 1,20 sind. Wie geil bist du? Wie alt sind deine Kinder, also die, auf die du aufpassen musst? Ja, ich mach mit Jugendlichen. Ah! Erst so wie nennt man das so? Wie, in Deutschland, so, wenn so zivil fahren da so, erst so inkognito so, er hat die Sprache angenommen von den Jugendlichen. Er spielt gerade seine Rolle. Er redet doch nicht normal so. Das mit Jugend, was geht ab, Jungs? Ich bin einer von euch. So. 10 Jahre zu alt, Alter, das ist uncool, Mann. Er sagt, doch, ich bin auch cool. Nein, das sagen wir gar nicht mehr, die Jugendlichen. Vollgehaute, so Undercover-Cop, wie geil ist das denn, so einfach eingeschleicht. Die sind ungefähr 12 bis 15. Dann wirst du, ich bin einer von euch, Mann, glaub mir. Ich hab das Gleiche durchgemacht. Ist das aber so jugendliche Brennpunkt, oder? Ja. Ja, war eine rhetorische Frage, ich kannte die Antwort schon, also das war klar. Wie geil ist das denn, Mann? Oh, und was machst du, was macht ihr in Berlin jetzt? Ich bin damit beschäftigt, ich kenne das. Ich war 10 Jahre arbeitslos, glaub mir. Glaub mir, das ist mehr Arbeit, als arbeiten zu gehen. Also freut euch, dass ihr einen Job habt, Mann. Wie krass ist das denn? Was machst du? Ja, ich habe tatsächlich einen Job jetzt. Tatsächlich? Ne? Mal Applaus für einen Job, hat das. Guck mal, nur einer applaudiert nicht. Also die Augsburger nehmen den Berlinern die Jobs weg. Was machst du? Was hast du für einen Job ergattert? Boah, ich baue so Solaranlagen. Er sagt vor allem, boah, ich habe tatsächlich einen Job. Warst du bei ihm vorher in dieser Erziehung? Und bist du einer von seinen Studenten? Ich nenne die Studenten, um die ein bisschen aufzubauen. Boah. Nee, was machst du jetzt tatsächlich ohne Boah? Ja, Solaranlage. Irgendwie Solaranlage? Hast du gehört, die haben ihn genommen. So. Also, sind die qualifiziert für den Job? Ja, ich war schon mal im Solarium. Ja, du hast den Job. Sehr gut. Solaranlagen, irgendwas, also es ist doch gut, so Zukunftsenergie und sowas, ne? Ja, voll geil. Voll geil. Und was ist dein Part in dem Job? Ich
bin Projektmanager tatsächlich. Also richtig. So redet ein Projektmanager in Berliner. Das muss ein Startup sein. Ich hab gesagt, lass mal kurz ein Meeting machen. Bam bam. Man kriegt Meeting. Bam bam. So, hier mein Laserpointer. Ah, ins Auge. Ah, ins Auge. Ich bin cooler. Ach, oh. Mach mal das Chart auf, hier HD-Projektor. Bam bam! Hier, bam bam! Zwei Knopfdrücke. Wie geil, du bist der geilste Projektleiter, der schon. Danke, lernt man bei ihm! Lernt man bei ihm! Sag ich doch, nee, als Anfang, als du gesagt hast, du arbeitest solar, ich dachte, du machst diese Paneele sauber. Also, du befreist dich vom Staub, aber Projektmanager ist ja krass. Was ist das nächste Projekt? Boah, immer dasselbe, immer dasselbe. Immer dasselbe, Sonnenenergie. Hört sich spannend an. Dein Projektmanager, mach mal dasselbe. Also, bam bam! Das echte Bam Bam ist immer, wenn jemand reinkommt, gibt's da so schön. Bam Bam! Nee, also was machst du genau? Du kriegst so eine Fläche und dann planst du, wo stellst du die Module hin, wo machst du Bar. Wo machst du Bar? Einfach so. Bro, ist das so ein Augsburger Ding, Alter? Ich kenne Augsburger Puppenkiste. Seid ihr diese Puppen, von denen ihr redet? Wie krass, das sind alle noch so. Bist du ursprünglich auch aus Augsburg? Nee, traust du gar nicht mehr zusammen. Bam Bam schon, wow! Also ganz ursprünglich nicht, aber ja. Schon. Aber da aufgewachsen. Ja. Geil, mal Applaus für diese Augsburger Puppenkiste, meine Herren. Es ist der erste, also ja, Bruder, ich bin auch einer von euch. Sehr gut. Haben wir. Die gucken schon auf den Boden, die wollen gar nicht angesprochen werden. Wie geil ist das denn? Nee, haben wir hier noch interessante Jobs? Ich liebe so interessante Jobs oder Hobbys so. Also erzähl schon gut, seien zwar auch geil, Solaranlagen, Projektmanager, Leiter, bam bam. Stellt mal rein, verrottet mal Nachbarn, was interessant ist. Ich rede mal gerne. Was? Du bist schon wieder der, Mann. Ist doch gut, komm, ich gebe dir eine Minute, komm. Komm, was machst du? Was machst du beruflich? Ich bin Mechatroniker. Mechatroniker, was heißt das? Ich repariere große Industrieanlagen. Du reparierst große Industrieanlagen? Bam Bam? Ja. Bam Bam, aber so ähnlich. Was war die größte Industriemechanikanlage, die du repariert hast? Ich arbeite in der Zigarettenindustrie. Zigaretten? So, was, diese Zigarettenautomaten, das machst du? Nein. Wenn die mal so verstopft sind? Bam Bam! Ein Tritt, Bam Bam! Und dann, das wäre so geil. Wie heißt du, mein Freund? Pascal, die rufen so an. Hey, da ist wieder so ein Zigarettenautomat verstopft. Im Berg, hey, geh mal hin. Okay, alles klar. Bam, bam. So, bist du so der Coole, so, hast deinen Job gemacht. Klärt die Frau. Wie geil ist Bam Bam, wie hast du mitgebracht? Ich habe meine Freundin mitgebracht. Deine Freundin, oh, schön. Und ihre zwei Freundinnen. Ihre zwei Freundinnen. Ach, das waren die Single-Ladies. Ja, genau. Und die lachen über alle deine Bam-Bam-Jokes, Alter. Bist geil. Ist das so ein rustikaler Typ? Hat er euch auch schon mal so Zigaretten klar gemacht? Bringt er manchmal Zigaretten mit? Ich war letztens in Polen, ja. Er nimmt seinen Job ernst. Ich war letztens in Polen. Ich weiß, was er macht an den Zigarettenautomaten. Er tauscht die Originalzigaretten mit Polen-Zigaretten aus an den Gewinn der Eltern in der Tasche. Wie schlau ist er denn, Mann? Die Differenz. Ich hab dich erwischt. Ich hab wahrscheinlich recht, oder? Ich hab mich verstanden. Woher kennt ihr euch, die Viererbande? Also du bist ihr seid Freundin von ihr? Ja, aus der Schule. Aus der Schule, okay. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr in Berlin? Ich studiere. Bam Bam? Dein krasser Studierender. Bam Bam, Alter. Bam Bam, ja, Wissenschaft. Genau, so circa. Circa, was studiert ihr? Ich studiere Modedesign. Langweilig, was machst du? Ich mach was, ich find eigentlich voll cool. Ich hab diesen Mode, ich kann das nicht, ich seh das nicht, Mann. Okay, verstehe. Ich weiß, mir steht schwarz und das soll mein Maximum. Doch, das macht mir sehr viel Stress. Was machst du? Was machst du? Ich bin Erzieherin in Ausbildung. Erzieherin in Ausbildung? Ich muss noch ein bisschen lernen, ja. Muss noch lernen ein bisschen, bam bam. Wie geil ist das denn, Mann? Also, bist du auch so Brennpunktschule oder was? Ja, also in Marzahn gehe ich zur Schule. Also. Marzahn? Du hast vergessen, bam bam zu sagen. Also, Marzahn. Also ist schon hart, ist schon krass? Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung? Wie lange bist du schon dabei? 2 Wochen. Also, ich habe noch keine Kinder gesehen. Wie alt sind deine Kinder und der Erzieherin und so? Also ich gehe aktuell nur zur Schule. Ich habe nur mal Praktika zwischendurch. Ich frage, ist hart so? Naja, ist schon schwierig. Hast du welche? Wie alt sind die Kinder? Nee, ich habe noch gar keine Kinder gesehen. Also, voll einfach. Das ist nur Theorie. Super einfach. Ich mache, wahrscheinlich wird es einfach, Alter. Es wäre so geil. Kannst du ihren Praktika besorgen bei dir? Alter? Sie kommt wieder und sagt, bam, bam, Marzahn, Kinder, bam, bam. Wie geil ist das denn, Mann? Applaus für diese Bam Bam.
Ja, ey, mein Freund, ich habe noch ein paar Jugendliche gesehen. Wo sind die? Die Mama freut sich, guck mich an. Nein, ich weiß. Nein, welches Verhältnis seid ihr? Ja, die Mama. Ach, oh, wirklich Mama? Ich habe so einen kleinen Joke gemacht, Alter. Wirklich die Mama? Was ist das denn? Wow. Okay, wie alt bist du, Tochter? Ich habe auf die Falsche gezeigt. Ja, bist du Tochter? Nee, ihr seht es, ich habe Gegenlicht, Mann. Ich sehe nicht so gut, Mann. Das denn, wow, okay. Und ihr macht so um das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter so ein bisschen so genau. Zu stärken. Genau, ich bin Hobbypsychologe. Hier Psychologe. So, ja, das machst du gut, Daniel. Sehr gut. Seid ihr aus Berlin? Nein. Wo kommt ihr? Bitte nicht aus. Bitte nicht aus. Aus Wien. Aus Wien? Ah! Den fashion Akzent, wo ich vorhin Schweiz gesagt habe, das wart ihr. Ich meinte Schweizer Akzent, ihr könnt gerne reinkommen, das ist kein Schweiz. Für mich alles gleich. Bayerisch, Wienerisch, Schweizerisch, oder? Alles gleich, Mann, Alter. Ich erkenne den Unterschied nicht. Sehr gut. Aus Wien, also seid ihr nur übers Wochenende hier? Ja. Okay, nur ihr beide oder ja. Herr Papa ist schlafen? Nein, der ist zu Hause. In Wien. Ah, in Wien, okay. Oh, ihr macht richtig Ladies Night. Ja. So. Und da, wo wart ihr noch? Nein! Ja! Wiener Schnitzel! Ah! Oh, lecker! Mal sehen, wie das hier schmeckt. So. Gut, Klischee, Alter, ich kenn das, Alter. Ich gehe am Ausland, ich esse nur in McDonalds. Also, damit es mir zu Hause schmeckt, ja, genau. Sag, was machst du in Wien? Du bist bestimmt irgendwie so Lehrerin oder so Professorin oder so. Ja. Kannst du mal Applaus haben, bitte? Man muss es auch mal wertschätzen, Mann. Diese eine Frau hat mir geschrieben, weil sie hat mich erraten bei Wer bin ich? Ich bin immer noch da, Alter. Ich schenke immer noch der Applaus, Alter. Wie geil ist das denn? Ich sag auch die Fächer. Oh, das war schon ein tiefer Seufzer. Jetzt bin ich fast von meinem was. Also auf jeden Fall, warte mal, Österreichisch? Nee, Deutsch heißt auch Deutsch, ne? Deutsch. Heißt, oder heißt Deutsch? Ich weiß nicht, Mann, Alter. Ist Deutsch oder Österreich, weißt du? Deutsch. Was du machst Deutsch auf jeden Fall. Deutsch. Ja, okay, ja, Deutsch. Ja, Deutsch. Deutsch, genau, Deutsch. Siehst du? Deutsch und ja, und Geschichte? Geschichte auf jeden Fall? Ja. Wow, Mann, Dankeschön! Die 5 Euro kriegst du nachher. Das ist ein krasser Plattwiss, Mann. Ey. Wie geil ist das denn? Und welche Fächer noch? Ich alphabetisiere. Du alphabetisierst. Wie sieht dieses Mensch? Fang bei ihm an. Also das, Erwachsenenbildung? Ja. Ah, okay, krass. Keine Sorge, ich komme mit in diesen Kurs. Also, so ist es nicht, Mann. Leute, Applaus für die beiden, Mann. So geil, Mann. Sehr geil. Letzte Seite, Mann, mit der zweiten Hälfte.